Fantastic. You draw me in, and I can't slow down. No, no, can you feel it too? There ain't no stopping now. Feet off the ground, head to the sky. Yeah, wind by my side. You and my vision, directly we collide. You pull me in, I don't resist. Time seems to fly, but the clock doesn't tick. I crash in. So, ich stehe gerade im Aufzug. Ich bin schon eine Etage zu hoch gefahren. Die haben mich ein bisschen getrollt hier, weil die Viererzimmer sind auf Etage 3. Da habe ich nicht drauf geachtet. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, wo unsere Bude hier ist. Direkt am Aufzug. Gut reingehen. Und auf geht's. Guck mal hier. Top. Ich glaube, ich habe eigentlich ein Einzelzimmer gebucht, aber das sieht aus, als wäre das eigentlich ein ganz normales Bett für zwei Leute, nur einfach mit einer Decke. Aber okay, solange es seinen Zweck erfüllt. Für einen Nacht wird das wohl reichen. Gucken wir mal hier aus dem Fenster. Hier unten direkt die Straßenbahn und so weiter und so fort. Theoretisch müsste man sogar mein Auto sehen von hier. Nein, sieht man nicht. Ganz links, da hinten irgendwo habe ich geparkt. Ja, ich würde jetzt erstmal ein Ründchen duschen und dann warten, dass die anderen Jungs, mit denen ich gleich auch im Junggesellenabschied noch hier unterwegs bin, sich melden. Die kommen nämlich noch separat angereist sozusagen. Und dann geht's halt abends los und dann sehen wir uns morgen früh wieder auf dem Weg nach Köln. Ja, ich bin jetzt hier in Köln angekommen und habe erstmal hier irgendwo geparkt in der Nebenstraße oder so, weil ich jetzt gucken muss, dass ich zu EA aufs Gelände komme. Da durfte ich nämlich nicht drauf fahren. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt hier irgendwo geparkt in so einer Nebenstraße. Muss mal schauen, dass ich da hinkomme. Ich vermute, dass das in diesen komischen geknickten Kranhäusern, wenn die Dinger heißen, ist. Da vorne. Die kennt man ja auch, die sind ja alle nasenlang irgendwo im Fernsehen zu sehen. Und deswegen müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Bis gleich. Ich bin jetzt hier bei EA in so einem Konferenzraum, will ich mal nennen. Und jetzt alle da. Jetzt kann es vielleicht losgehen, würde ich sagen. Gucken wir uns mal um hier. Hier gibt es lecker Buffet. Dann mal gucken, was so geht. Bis gleich. Ja, in Berlin saßen wir ja ganz hinten.
Jetzt mache ich mich mal ein bisschen weiter vorne, platziert der Typ mal wenigstens auf was. Kann ich wenigstens das der Beamer auch lesen, was da drauf steht. Das konnte ich nämlich in Berlin nicht. Ja, sind alle da auf jeden Fall, denke ich mal. Und dann ist noch schon eine Viertelstunde so spät dran, aber ich denke mal, jetzt wird es auch gleich losgehen. Ja, erstmal kleine Kaffeepause. Bei dem geilen Wetter erstmal ein bisschen draußen rumeiern kann natürlich nicht schaden. Und mal schauen, dass es gleich noch so weitergeht. Der erste Vortrag ist jetzt gerade schon vorbei. Mal was über EA gelernt natürlich, weil wir ja auch hier sind im Gebäude. Zwischen den großen Kranhäusern jetzt. Und ja, jetzt trinken wir erstmal schön Kaffee. Dann mal gucken, was hier noch so passiert gleich. Ja, die anderen machen gerade kleine Päuschen hier. Den einen oder anderen kennt ihr ja vielleicht. Und ja, ganz cooler Ausblick hier mitten am Rhein. Fred ist ja leider nicht dabei, der konnte nicht. Alleine. Aber gut, wir machen das Beste raus. Das ist echt geil mit dem Wetter hier, da kann man schon nicht meckern. Das ist mal ein geiler Ausblick auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich nachher nochmal wieder. To my house, not this one it seems. My life is like a roller coaster trip.